Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Play Super Mario Sunshine. Ihr Gastgeber ist ich und wir sind mal wieder in diesem nervigen Scheiß-Level und sterben gleich mal. Das fängt doch gut an. Yippie. Ja, ich hab mir gedacht, jetzt machen wir das einfach mal am Anfang des Parts, bis wir Game Over gehen. Oder vielleicht schaffen wir es jetzt sogar. Das hätte ich eigentlich noch nicht mal so viel dagegen. Aber, wie ihr alle wisst, bin ich ultra schlecht in diesem Bug-Spiel. Und, na, das hat sogar noch gepasst. Und von daher erwartet man nicht, dass wir das in den nächsten 10 Minuten durchhaben hier. Das kommt noch wieder. Mittlerweile ist auch Majora's Mask 3D raus. Das ist jetzt der erste Part. Der erste Part von dem... Waren wir hier schon mal? Ich glaube nicht, oder? Ich denke nicht. Auf jeden Fall ist jetzt mittlerweile Majora's Mask 3D raus. Das ist jetzt auch der erste Part, der erscheint seit... bevor das Spiel released wurde. Ich weiß ja nicht. Und... Wie geht's hier weiter? Muss man hier irgendwie so... Ich muss erstmal ausprobieren. Das... Nee. Ah, Es ist aber echt... es ist ein fieses Plattforming-Level. Geh darüber. Nein! Oh, scheiße. Da muss man irgendwie so... Muss man von weiter weg erst den Wandsprung machen. So. Und hier. So. Das war... Falsche Richtung. So. Nein! Ja! Sehr schön! Und das Feuer ist auch einfach mal so total serious am rumfackeln. Hat nichts mit dem Game zu tun, aber vielleicht schaffen wir das Level ja sogar jetzt, weil sieht eigentlich ganz gut aus, der Run hier. Der ist... Sieht eigentlich nicht mal so schlecht aus. Oh Gott. Oder? Wo geht's jetzt weiter? Da drüben. Ist da... Ah, nee. Das ist nur so ein... War nur so ein kleiner Bügel von dem Block da vorne. Ich dachte, da wäre eine blaue Münze. Aber hier gibt's keine blauen Münzen. Da habe ich sogar noch nicht mal so viel dagegen, dass es hier... Ah, dass es die hier gibt. Nicht gibt! Nein! Was? Wow! Ihr wisst ja gar nicht, was ich gerade für eine scheiß Angst hat. Oh, der hat geschafft! Mann, der Part fängt doch gar nicht mal so schlecht an. Wie ich eigentlich dachte, aber... finde ich gut. Ach ja. So ein Erfolgserlebnis. Das heißt, wir können voller Begeisterung weitermachen. Eigentlich sind wir im Parco Fortuna, aber... Ha! Wenn wir das jetzt hier schon so sehen, dann... schauen wir doch mal, ob wir dem Level nicht noch eine weitere Chance geben wollen. Schnapp dir Mario Morgana. Werde ich machen. Und da ist er schon. Er fühlt sich cool. Wir haben ja im letzten Part schon oder war es der vorletzte? Ich glaube, es war der letzte. Von dass Mario Morgana in Wahrheit Bowser Jr. ist. Oh, shit. Ja. Bei mir habt ihr es zuerst erfahren. Ey. Mach Bandsprung. Du wirst gleich sterben, mein kleiner dunkelblauer Mario. Im Englischen heißt er im Übrigen Shadow Mario, nicht Mario Morgana, aber Mario Morgana passt halt. Passt halt irgendwie so zu Strand und Sand und Wald in der Wüste. Gibt's ja Vater Morganas und das ist halt hier Mario Morgana. Ha! Wortspiel. So, wo bist du? Da hinten. Komm her, du. Ja, ja. Denk mal nicht, dass du mir. Ey! Nicht, dass du im Vorteil bist, nur weil du keine Kamera durch die Gegend drehen musst. Bist du nicht? Nein. Geh da hoch. Dankeschön. Komm her, du. Scheiß Mario Morgana. Krieg dich. Ey, nicht da runter. Mario Morgana. Wo bist du? Wo ist Mario Morgana hin? Mario! Hier unten. Jetzt fängt das wieder von vorne an, ne? Diese Runde, ja. Komm mal her. Ey. Ey!
Nein. Das wird nicht gut. Ich habe das Gefühl, dass das nicht so gut wird. Ey. Ey. Klarer Anschluss von meiner Seite hier. Das geht doch nicht. Mario, Mann. Ich bin der Einzige, der hier dienstliche Anweisungen erteilt. Hast du gar nichts zu sagen. Mach also gefälligst, was ich dir sage. Denk nicht. Denk nicht mit deinem Gehirn. Denk mit meinem Gehirn. Und das steuere ich. Das heißt, da hast du nicht zu denken. Das heißt, du musst dich nicht überanstrengen. Weil, wir wissen ja alle, du bist ein bisschen dumm. So, komm. Kriegen dich. Wir sind schon ganz gut dabei. Nein, eigentlich nicht. Man könnte besser dabei sein. Aber dabei sein ist alles. Wissen wir ja. Aber das bringt uns nicht weiter. Komm her, Mann. Ja, sehr schön. So ein Mist, das vergesse ich nicht. Oh, ich weiß nicht mehr, wie ich den gesprochen habe. So ein Mist. Wie habe ich den gesprochen? So ein Mist. Ich glaube irgendwie so. Naja, egal. 39 Insignien. Es geht voran, Leute. Es geht voran. Der Zug fährt weiter. Und nein, jetzt sage ich nicht, ich mag Züge, weil das regt mich auf, wenn immer Leute kommen. Ich mag Züge. Das regt mich so auf. So, jetzt gehen wir aber in Parco Fortuna. Ich glaube eh, dass wir das unten jetzt alle fertig haben. Und wir wollen ja endlich das neue Power Downgrade von Mario bekommen, ne? Ich meine natürlich Upgrade. Ich habe mir auch mal so ein Glitch, Glitch Completation angeschaut vom Game und es gibt schon ziemlich coole Glitches hier. Feuer die Kanone ab! Die Honolulu-Haubitze. Das Geheimnis der Strandkanone. Oh shit. Ihr seht schon, sieht ziemlich geheimnisvoll aus. Sehr mysteriöse Angelegenheit. Es sah irgendwie aus, als ob diese Release als Zeitlupe rauskommen. Oh, niedliche Sonnenblumen und. Torpedo? Ich glaube, die heißen Torpedo-Ted. Zumindest die Dinger unter Wasser hießen, glaube ich, so. Ich glaube, die. Ah, sehr schön. Die Schwarzen haben einen Punkt, auf den sie zusteuern. Und die anderen, diese Hellblauen, die verfolgen mich. Nicht Hellblauen, diese Helleren einfach nur. Und dann müssen wir die ganzen Körbe da kaputt machen, um die Blue Coins zu getten. Oh. Ah, nee, ich dachte, das wäre ein blauer Vogel. Aber es war nur ein blauer Schmetterling. Fucking blaue Schmetterlinge, ey. Na, kommt mal her, Leute. Leute, herkommen. Hallo, Leute. Nein, nicht gegen die Palme fliegen. Ja, komm. Ah ja, du siehst gut aus, du siehst nicht gut aus. Du bist explodiert, du siehst nicht mehr gut aus. Du siehst noch gar nichts mehr aus. Ich flutsche runter. Ja. Ah! Das könnte etwas nerviger werden. Ja, du kommst jetzt mal mit. Oh, dankeschön. Weiter geht's. 70 Blue Coins. Wir kommen voran. Ich weiß gar nicht, wie viel es insgesamt gibt. Steht bestimmt irgendwie in der Beschreibung oder so. Schaut ihr euch eigentlich die Beschreibung an? Also ich schaue sie mir hin und wieder mal an. Und bei anderen Leuten sage ich dann, hey, da, Rechtschreibfehler, bam. Weißt du Bescheid, ne? Hallo, Anvisier Typ, da ist er schon. Komm bitte mal mit. Nein. Komm. Ja, sehr schön, dankeschön. Oh, da hinten ist noch so ein Körbchen. Fucking Körbchen, ey. Welche Größe ist das denn? Oh, kann bis hierhin feuern. Dann komm her, du. Ohohoho. Das hat irgendwie. Komm runter. Hey, sonst runterkommen. Wo willst du hin? Wo bist du? Hä? Ach, drückst du jetzt deine Kreise? Ja, schön.
Okay. Habe ich ja hab ich auch nicht mal, gar nicht mal so viel dagegen, ja. Mach nur weiter. Da kommst du langsam runter. Ah! Was ist mit dir passiert? Auf einmal kommt da einfach so. Ah, ja. Das war lustig. Fand ich zumindest. Ihr habt das bestimmt gesehen. Wenn nicht, dann schaut's euch an. Oh. War ein Goldener. Nein, er hat keine Münze zurückgelassen. Er hätte bestimmt eine Münze zurückgelassen. If we hätten sie the Ding angespritzelt. Mama kann dir auch nicht helfen. Aber okay. Ist ja ziemlich egal. Ich freue mich gerade irgendwie total. Das ist etwas seltsam. Ich glaube, hier oben war eigentlich noch irgendwo eine blaue Münze, ne? Wow. Blumen spritzen? Nee. Ist eigentlich das Boot dahin? Tut das irgendwas zur Sache? Kann man da wieder aus dem Level raus oder so? Ist das eine blaue Münze? Nee. Haben mich meine ungenauen Augen getäuscht? Mein Lehrer hat immer gesagt, hey, ihr wisst doch, ich bin... Nee, genau, der hat sich total aufgeregt, weil einer, also an der Tafel, da hat das Licht so... Ja, schmeißt... Genau, wenn man näher dran ist, dann schmeißt er so Bomben. Hat er sich auf jeden Fall aufgeregt, weil einer das Licht ausgemacht hat, weil das hat halt so an die Tafel geblendet, so das so reflektiert halt, so gespiegelt, so dass man nichts erkennen konnte. Dadurch regt er sich auf, ich bin sehbehindert, ich habe schon zwei Operationen hinter mir und das ist auch bekannt. Ich hätte am liebsten gesagt, nee, ich wusste das nicht. Ich wusste es echt nicht. Aber der ist echt so, Er könnte cooler sein. Nein, könnte er nicht. Er ist einfach ein cooler Mensch. Da ist nicht viel zu retten. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr cool seid. Hier hinten war doch irgendwann eine blaue Münze. Dann anscheinend in der Android Mission. Ich erinnere mich da aber an irgend sowas. Und dann gehen wir mal in die interdimensionale Kanone. Ich hoffe mal, dass das nicht noch mal so ein Boden. Tschüss, lieber. Och nee. Und im Übrigen Easter Egg Yoshi's Island Hintergrund. Yippie. Und Yoshi Eye Plattform. Komisch ist, dass Yoshi in dem Spiel gar nicht vorkommt, ne? Korrigiert mich da bitte, wenn ich da falsch liege, aber... Ich habe das Spiel schon zu 100% durchgespielt. Ich glaube, ich wüsste, dass wenn Yoshi in dem Spiel vorkommen würde. Ich meine... Wenn der vorkommt, dann... Ist doch klar. Wenn der vorkommt, dann brauchen wir den auch für irgendeine Mission. Das finde ich aber eigentlich immer cool, so ein richtig geiles Upgrade-Ding, wofür man, Wow, wieso habe ich mich auf einmal so gedreht? Na, das wäre auf jeden Fall mal cool, so ein richtig cooles Upgrade-Ding, was man eigentlich für gar nichts im Spiel braucht, aber was es einfach gibt, so als ganz Ultra-Secret. Wie zum Beispiel Waluigi in Mario 64 DS. Ich habe damit echt, ich glaube, ich habe das schon öfters gesagt, ich habe lange Zeit gebraucht, um herauszufinden, dass es ein Fake ist. Beziehungsweise ich habe irgendwann nach einem Monat oder so aufgehört zu suchen. Oh, oh. Ich glaube, das Abs war es mir irgendwie nicht wert. Wir fliegen in das grüne Loch des Todes. Das könnte ja eine riesige Röhre sein, wo wir drin sind, ne? Ich meine, unten? Ah, nee, das ist... Stimmt, wir sind... Ah, da habe ich eben erst den Yoshi's Island Background angesprochen und dann sage ich, das könnte ja eigentlich eine Röhre sein. Nein, das ist fucking Yoshi's Island. Grünes Gras. Grünes Yoshi's Island Gras. Wow, das war knapp. Fühlt ihr euch auch so begeistert bei dieser Musik? Ich fühle mich ziemlich begeistert bei dieser Musik. Mann, ich wollte jetzt irgendwas sagen, aber mir fällt es immer so ganz spontan eigentlich privat total leicht, so geile Rhymes zu machen und so, aber wenn ich euch jetzt hier zwangsweise so keine Crimes aufbinden muss, dann ist das eine schwere Sache. Wir haben im Übrigen die Mission geschafft. Wir sind hier in einem Let's Play. Ich muss erstmal sagen, was alles passiert ist gerade, weil ihr habt das ja nicht mitgekriegt.
Gut, dass ich euch gesagt habe, ne? Ja. Ja, schön. Ich finde das immer nervig, dass man diese Einspieler nicht gleich wegdrücken kann. Also, es dauert immer ein bisschen, bis die dann weggehen. Das ist... Oder dass man generell das nicht so einstellen kann, dass die immer wegbleiben. Immer! Egal, was kommt jetzt? Ich hoffe, jetzt kommt die Mission, die ich... und... Rote Dukaten im Piratenschiff. Und es ist noch nicht die Mission, die ich haben wollte. Pst, scheiße, ey. Wo ist die andere Mission, ey? Müll, ey. Ey. Geh mal weg hier, du. Spasti. Ja, das war ein guter Reim. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Oh, was? Hallo, mein Freund. Hallo. Bist du fröhlich, wie ich sehe? Ja, okay, was sagst du? Das Piratenschiff ist derzeit unsere Hauptattraktion. Warum probierst du es nicht aus? Ich weiß es nicht. Der ist großartig. Oh, ein Yoshi-Karussell. Wir müssen ja das Klischee erfüllen. Das heißt, Mario reite auf einem Yoshi. Geht nicht. Das ist unfair. Das wär voll cool, wenn man da reiten könnte. Ein halbes Yoshi-Ei mit einem halben Kind drin, was noch nicht ganz halb fertig ist. Mhm. Also dieser gelbe Noppen da, ich weiß nicht, dieser gelbe Schalter da, weist darauf hin, dass man hier vielleicht ganz gut die goldenen Münzen, die 100 Münzen holen könnte. Ist die ein bisschen gothic oder so? Hm, sieht so aus, ne? Ja. Ach so, das ist ein R. Sorry, wir beginnen hier gerade erst die Arbeiten. Oh, shit. Das heißt, ich muss mich hier jetzt voll like a Boss rüberschwingen. Ich denke, das heißt es. Oder oben ist ein M. Habt's gesehen? Und bei mir habt ihr es zuerst erfahren. Wunderschöne Kamera. Ich danke euch für diese großartige Programmierung der besten Kamera auf Ever-Welt. Ding. Yeah. Ey, ich will... Nein. Ja. Geh mal runter. Jetzt. Nein! Manu. Wow, was geht hier ab? Wow. Nee. Oh shit. Wie Mario hin und her gemobbt wird. Ah, so ein Mobberkreis. Ist da hinten was? Nee. Wir müssen irgendwie da hochkommen. Mann. Mach doch. Zeig jetzt Schwung. Dankeschön. Mario, du bist sehr hilfreich. Sehr hilfreich voll. Ah. Nein, ich will da hoch. Ja, jetzt. Ah. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Jetzt stellen wir uns hier unten hin und spritzen von da. Und von unten spritzt es sich immer besser als von oben. Kennt man ja. Weiß man. Das muss man sich einfach mal angewöhnen, dass das so ist. Ne? Ja. Wow, ich zeig euch meine coolen neuen Moves. Mario zeigt euch seine Wall Jump Skills. Yeah. Ich glaube, ohne den Dreck weg wäre das unglaublich schwer und nervig hier hochzukommen. Oh, ein Loch. Natürlich. Ah! Bin ich fast noch runtergefallen. Glaub es hackt. So, hier ist jetzt ein richtig fieses Ding. Ne? Ja. Ich weiß gar nicht, ob das so überhaupt geschafft ist. Nein. So, schnell rüber da. Oder ist das überhaupt... Ja, das ist da drüben. Komm. Ja, gekriegt. Und jetzt, Mario, spring. Nein, Mario! Dann wir wieder hoch. Moment, ich lade erstmal meinen Water auf. Weil ohne Water geht's hier ja nicht weiter. Im Übrigen frage ich mal, wer den Drehsprung ganz schnell ausführen kann. Ich kann den ja nicht so gut. Aber der ist eigentlich ein richtig crazy Speedrun-Trick. Aber ich kann ihn nicht. Naja.
Also ich weiß nicht, wie man richtig verwendet, weil der ist ein wenig unnötig, finde ich. Aber immerhin gut, dass er drin ist, weil sonst hätte man sich beschwert, dass es dafür keine Aktion gibt. Ich kenne mich aus. Ich hätte mich da auf jeden Fall beschwert. Kann man hier so sich dann so drüber cheaten, quasi, so in die Ecke? Das sieht doch ganz so aus, oder? Ja! Sieht ganz so aus. Komm, jetzt cheate dich bitte darüber. Mario. Sehr schön! Das war Skill. War pures Skill- und Kombinations-Gameplay. Bei mir werdet ihr am schlauesten. Allein durch das Ansehen meiner Videos werdet ihr schlauster. Kann man sich so hier so... Und dann geht man einfach so auf das... Nein, kann man nicht. Doch kann man bestimmt, aber ich war zu dumm dazu. Wir sollen ja aber auch eigentlich gar keine Blue Coins sammeln, sondern... Wofür brauchen wir die Frucht? Oh. Sondern wir sollen ja auf die Schiffsschaukel, aber es gibt hier so viel zu collecten. Es ist ein wahres Feuerwerk der Gefühle. Oh, ein blauer Vogel. Blauer Vogel der blauen Münzen. Wo bist du? Da, komm her. Will die anspritzen. Hey, blauer Vogel. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Spritz dich tot, komm. Ja, ich weiß, du magst das. Ist mir zu weit unten. Schauen wir, ob wir die nachher kriegen. Wenn wir da runter gehen. Weil ich glaube, hier oben war noch irgendwo was, ne? Ne, anscheinend ja doch nicht. Ach, rote Münzen waren es, genau. So, da ist sie. Ist auf dem Wasser liegen geblieben, wie das halt so ist, ne? Diese kleine Lücke kann Mario sie nicht durchquetschen, was? Also ich könnte mich da durchquetschen. Das glaube ich echt so, ich könnte mich da echt durchquetschen. Sollte ich mal ausprobieren, wenn ich mal an so einer Ecke bin. Oder ich soll es bleiben lassen, weil dann stecke ich da fest und dann ist das nicht ganz so optimal. Würde ich mal meinen. Können wir von hier da so runterspitzen? So? Ich denke nicht. Naja, das machen wir jetzt nicht. Das würde zu crazy werden. Oh shit, sie haben ihm den Mund verboten. Und er hat Kotze an seiner Nase hängen. Oh shit. Komm runter da. Ey, wofür brauchen wir das ganze Gemüse? Moment, das war eine Papaya. Gehören Papayas zu Gemüse? Ich denke nicht. Oh, ich bin voll der Mario-Experte. Der spielt die Mario-Theme. Hört mal zu. Yo, ich weiß so viel. Tritt, 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 tritt
geh hoch da, geh hoch da, geh hoch da. Sehr schön. Mario, du bist ein Meister. Du bist nicht irgendein Meister, du bist der Meister. Meint ihr das? Ah, falsche Richtung. Meint ihr, das geht so? Ich denke schon. So. Hat funktioniert. Ich war optimistisch und Optimismus hat mich weitergebracht, Leute. Also, was lernen wir daraus? Seid optimistisch. Und wenn etwas nicht beim ersten Mal klappt, dann probiert es immer wieder, bis es euch so verdammt nochmal auf die Nerven geht, bis ihr keinen Bock mehr habt. Und dann probiert es einfach nicht mehr. Weil dann ist es scheiße. Yeah. Ich habe euch wieder mal eine Lebensweisheit von mir erzählt. Ich hoffe, das hilft euch sehr weiter. Bitte Schiffschaukel, komm, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Nein, perfekte Schiffschaukel. Ich bin noch nie auf eine Schiffschaukel gefahren. Also auch nicht auf so... Ich weiß nicht, ob das ob man das fahren nennen kann. Ich war noch nie in so einem Ding. Auch nicht in so einer kleinen. Ich glaube, ich war mal im Hansa-Park. Das ist da oben irgendwo in... Weil ich bin echt scheiße in Erdkunde. Ich kann das nicht genau beschreiben, wo das ist. Kennt ihr bestimmt, wenn ihr es kennt, dann schreibt mal in die Kommentare, wo es ist. Macht ihr eh nicht. Aber ich sag es trotzdem, weil ich will Kommentare haben. Manchmal ist das bei mir auch so, ich warte erst, ob man noch zu irgendwas was schreiben kann. Dann mache ich einfach die Tab zu und vergesse total, dass ich schon einen Kommentar angefangen hatte. Dann geht da runter. Ah nee, Stammtab muss man machen. Genau. Bam. Bei diesen Elektro-Koopas, die bestimmt Elektro-Koopas einfach nur heißen, weil... Wir sind cool, wir haben Abkürzungen und machen daraus einen completely neuen Namen. Yeah. Wir sind Nintendo. Woo, hallo, wir sind Nintendo. So. Ich glaube, die müssen wir jetzt erstmal von unten alle töten, ne? So, hier bam und bam. Da kann man sich zwar auch so eigentlich ganz schwer vorbeiglitschen, aber mache ich nicht. Unter da. Ah, geht nicht. Naja, egal. So. Jetzt gehen wir mal da hoch. So, und da ist die Insignia. Das heißt, wenn wir sie jetzt einsammeln, dann haben wir ganze 41, oder? Ja, ganze 41 Insignien. Bin so stolz auf mich. Yippee! Und damit verabschiede ich mich auch. Bis zum nächsten unglaublich spannenden Video von Super Mario Sunshine. Guten Mittag oder Abend. Ich weiß nicht, wann ich das Video rausbringe. Das könnte noch etwas dauern. Tschüss!